Hallo Leute und herzlich willkommen bei Midgards Messer. Heute zeige ich euch mal das Schielzeitmesser. Das Schielzeitmesser ist in Nürnberg auf der Messe entstanden, auf der IBA um genau zu sein, als wir den James White kennengelernt haben. Der James White ist der Geschäftsführer von Schielzeit und der James White hat sich ein Messer gewünscht, was gut zu seinem Unternehmen passt. Also haben wir uns der Sache angenommen und haben ein cooles Design gemacht. Ich hoffe, ihr findet das genauso geil wie wir. Ja. Das Messer ist ein klassischer Slipjoint, wie schon erwähnt. Das bedeutet, es hat keine Verriegelung im klassischen Sinn, sondern man macht das Messer einfach auf und zu, wie beim Victorinox oder so. Ne. Und bei uns ist noch die Besonderheit, dass man die Klinge mit dem Bolzen fixieren kann. Also ihr dreht den Bolzen hier einfach in das Messer rein. So sieht das aus. Und dann habt ihr die Klinge fixiert. Dann könnt ihr praktisch, wenn ihr harte Arbeiten machen müsst, Schnitzereien oder sonst irgendwas und ihr wollt nicht, dass das Messer zuklappt, dann seid ihr auf der sicheren Seite und könnt euch nicht mehr verletzen. Wenn ihr den Bolzen wieder rausgedreht habt, könnt ihr das Messer dann genauso wieder einfach zuklappen und den Bolzen an derselben Stelle wieder eindrehen. So verliert ihr den nicht und habt ihn immer dabei. In England ist es wahrscheinlich etwas anders. Die Gesetze sind in England ein bisschen schwieriger. Da könnt ihr zum Beispiel noch nicht mal den Bolzen mitnehmen, weil das dann vor dem englischen Gesetz wie ein feststehendes Messer gelten würde. Und die sind da wirklich sehr streng. Das Unternehmen Schielzeit sitzt in England. Daher mussten wir uns an die englischen Gesetze halten. Wir dürften zum Beispiel die Klinge nicht über 3 Zoll machen. Der Verriegelungsmechanismus, also der Slipjoint, musste vom Gewicht her, musste er sich an bestimmte Vorgaben halten. Der dürfte nicht so zu leicht oder nicht zu schwer auf und zu gehen. Also mussten wir ein gutes Mittelmaß finden. Das hatte zur Folge, dass wir den Spacer hier, der aus Stahl ist, selektiv gehärtet haben, um dementsprechend zu gewährleisten, dass wir einen guten Slip haben. Der Vorteil bei der Geschichte ist, das Messer hat hier eingebaute Kugellager. Das hilft natürlich beim Öffnen und beim Schließen und das gibt natürlich einen super geilen, smoothen Klingengang. Ne, wie ihr seht, das Geräusch, ja, die Messerliebhaber kennen das. Wenn das so klingt, weiß man, dass ein Slipjoint richtig gut ist. Ich persönlich finde das Messer mega gut. Ich bin eigentlich nicht aus der Slipjoint-Ecke. Ja, ich mag eher Framelocks oder so oder Backlocks oder was auch immer. Und für mich war bis jetzt ein Slipjoint-Folder nicht Fleisch, nicht Fisch. Aber das hier habe ich jetzt wirklich fast immer dabei und ich finde es wirklich richtig geil. Der James White, als wir ihm das in London vorgestellt haben oder ihm den Prototyp in die Hand gegeben haben, hat sich auch wirklich mega gefreut. Das freut einen natürlich als Designer, wenn das Messer bei dem Kunden so gut ankommt. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich auch. Ich gehe mal auf die technischen Daten ein. Die Griffschalen sind wieder aus Titan, genauso wie der Clip. Innen drin sind sie schön ausgefräst, damit wir beim Messer auf ein Gewicht von 120 Gramm kommen, damit es auch wirklich schön leicht ist und euch nicht nervt in der Hosentasche und ihr das Gentleman-Light immer mitnehmen könnt. Ne? Die Klinge ist halt relativ schlank, also nicht typisch Midgards-Messer, sondern wir wollten halt einfach einen kleinen taktischen Slipjoint-Folder haben, der vom Gewicht her leicht ist, gut zu führen ist, der einen Griff hat, wo wirklich auch bei Handschuhgröße 10 alle Finger drauf passen und mit dem ihr auch richtig gut arbeiten könnt. Ich finde, das ist wirklich alles sehr gelungen und richtig gut gefällt mir zum Beispiel hier das Logo, wo man durchgucken kann. Das finde ich richtig geil. Wir haben hier, wie gesagt, feine und grobe Chimpings hinten drauf, die sich auf dem Clip, auf dem Titan-Clip wiederfinden, was für mich wirklich wunderbar aussieht. Das Messer hat wirklich viele, mega viele technische Details. Leute, die sich mit Messern auskennen, die wissen natürlich, wie aufwendig das ist, sowas zu fräsen. Das ist wirklich ganz großes Kino. Die Firma, die uns das Messer produziert hat, Firma Bestech in China, hat wirklich da ganze Arbeit geleistet und ich bin mir sicher, dass man lange auf dem Markt suchen muss, um so ein schönes Messer zu finden, das noch auch als Slipjoint richtig gut funktioniert. Und wie gesagt, ich finde es richtig geil. Zu dem Messer haben wir noch eine TPU-Scheide, damit ihr das Messer am Gürtel tragen könnt. Aber wie gesagt, bei dem Gewicht ist das auch völlig okay, wenn ihr das in der Hosentasche mit euch führt. Ihr werdet es fast nicht merken. Ne? Ich will noch auf diese kleine Spitze hier unten eingehen. Die hat noch eine besondere Bedeutung. Ihr könnt das Messer auch so ein bisschen als Kubotan verwenden, indem ihr hier oben in die Mulde den Daumen einlegt.
den Griff fest umschließt, dann könnt ihr hier mit dieser Spitze auch mal eine Scheibe einschlagen, wenn ihr irgendwie eine Notsituation habt, oder ihr könnt das auch ein bisschen als Kubotan verwenden, und das finde ich ist echt eine coole Sache. Ja, das ist es, das Shieldside-Messer. Wir werden das in Las Vegas auf der SHOT Show vorstellen. Der Vorverkauf wird auch erst danach stattfinden. Wir wollen und wir können das nicht vorher machen. Ihr werdet es dann bei der Firma Shieldside bekommen und bei uns im Shop und natürlich bei Mike Rodney Sims, unserer Zweigstelle in den USA im Shop. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Freude daran, so viel Freude, wie ich daran hatte, das zu designen, 6 Monate lang. Es war wirklich mega viel Arbeit und war ein großer Aufwand, das zu machen. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich hier den Prototyp habe. Und ja, das macht richtig viel Spaß und ihr werdet selber sehen, wenn ihr das Messer dann zu Hause habt, wie cool das Ding eigentlich ist. Ne? Ansonsten, da ist es, Shieldside, guckt es euch an. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns hoffentlich bald beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.